Everybody says we're too young, our love is not going on. They say you better go away, cause this love is made of sorrow and pain. Love is enough. Love is enough. I know that love is enough. Love is enough. We can make it through stormy weather. Och nee, das kann doch nicht wahr sein. Achim! Mensch, aufstehen, in 20 Minuten ist mein Abflug ins Schullandheim. Das ist ja ein super Vater. Der Junge geht auf Reisen und der Vater hält es nicht für möglich, ihn zu verabschieden. Charlotte, zum Wesen der Haushaltsführung gehört es unter anderem, dass immer frische Batterien im Wecker sind. Na klar, jetzt bin ich auch noch schuld. Was kann ich denn dafür, wenn deine Batterien alle sind? Wann geht dein Bus? In 18 Minuten. Na dann los, aufstehen, duschen, frühstücken. Oder hast du sogar vergessen, Frühstück zu machen? Ich kenne meine Pflichten. Und wenn mein Junge für eine Woche ins Schullandheim ginge, dann... Dann würdest du mich persönlich hinbringen. Ich weiß. Selber mitfahren würde sie. Jedenfalls würde ich mich bemühen, meinem Kind ein Vorbild zu sein. Verantwortungsvoll, pünktlich. Monogam. Können wir jetzt los? Junge Frau, Zeiger 18, Autounfall, Polytrauma, vermutlich innere Verletzungen. Blutdruck 92 zu 60, Puls 120. Wir haben hier einen Dopaminperfusor gegeben. Wie ist es passiert? Ist mit dem Auto gegen einen Betonpfeiler geknallt, vor der Pulle. Waren keinerlei Bremsspuren zu sehen. Ah, mit deiner Gedankenschwanze. Das sagst du nur wieder, um mich zu ärgern, ne? Du bekommst es ja nicht mit. So wie das Auto aussieht, ist es ein Wunder, dass sie überhaupt noch lebt. Tina, rufen Sie im OP 1 an und benachrichtigen Sie die Eltern. Also los. Stell mir die Renales da. Los! Ich sehe nichts. Zieh! Woher blutet das so? Ich kann Ihren Blutdruck nur unter Dopamin stabil halten. Ich sehe nichts. Los, zieh! Saug! Ah ja, Volltreffer. Die Nierenarterie ist eingerissen. Sarah! Du musst mit mir sprechen. Hast du keinen Dienst heute? Dienst? Guck ihn mal an. Ich bin eine Gefahr für meine Patienten. Ich kann heute nicht operieren. Ich bin völlig durch den Wind, Sarah. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Etwa wegen mir? Bitte. Soll der tolle Dr. Kreuzer etwa wegen einer Frau nicht arbeiten können? Sarah, bitte, das ist nicht lustig. Ich vermisse dich. Die Sache mit uns, die geht mir wirklich an die Nieren. Man können wir nicht wie zwei vernünftige, erwachsene Menschen... Was? Ja, miteinander essen gehen, über Gott und die Welt quatschen. Nicht über uns? Okay. Wann und wo? Um 8. Und wo darfst du bestimmen? Denk dir was Hübsches aus. Herr Geibel, ich habe Ihre Tochter operiert. Ihr Zustand ist stabil, sie ist außer Lebensgefahr. Gott sei Dank. Ihre Tochter hatte schwere innere Verletzungen. Ein Milzriss, Nierenruptur und Prellung. Wird sie wieder ganz gesund? Sie scheint einen Schutzengel gehabt zu haben. Die Sanitäter, die das Auto ihrer Tochter gesehen haben, sagen, es wäre ein Wunder. Das Auto meiner, das kann gar nicht sein. Jenny hat überhaupt keinen Führerschein. Sie kann gar nicht fahren. Hans! Ist sie... Sie hat die Operation gut überstanden. Dank Dr. Heimann wird sie wohl wieder ganz gesund. Gott sei Dank. Was ist bloß in sie gefahren? Die Polizei hat mir gesagt, dass sie mit meinem Auto... Wenn du das nicht weißt, wer dann? Du bist ihre Mutter, du musst doch mitkriegen, wenn deine Tochter sich dein Auto nimmt. Du weißt doch genau, dass ich zurzeit wenig zu Hause bin. Kurz vor der Messe ist bei uns die Hölle los. Außerdem ist sie auch deine Tochter. Wenn ich gewusst hätte, dass du Jenny so vernachlässigst, dann hätte ich Urlaub im Institut genommen. Und ein Forschungsprojekt einem anderen überlassen. Mach dich doch nicht lächerlich, Hans. Ihre Tochter ist jetzt auf der Intensivstation. Sie wird ein paar Stunden schlafen und wenn sie dann aufwacht, wird sie sich sicher freuen, wenn sie bei ihr sind. Wann wird sie aufwachen? Wenigstens ungefähr. Ich meine, im Moment hat es doch gar keinen Sinn, dass ich zu ihr gehe, oder? Ja. Wir glauben, dass auch Patienten ohne Bewusstsein spüren, wenn jemand bei ihnen ist. Aber sie wird doch wieder ganz gesund werden, nicht wahr? Ich denke schon. Sehen Sie, ich habe ein Geschäft. Ein Schmuckgeschäft. Und bin einfach weggestürzt. Ich erwarte noch ein paar wichtige Kunden. Und wenn Jenny sowieso noch... In dem Moment, wo sie aufwacht, bin ich selbstverständlich sofort zur Stelle. Ich werde bei ihr bleiben.
wenn ich mal telefonieren dürfte. Dort. Hey! Oh, Daniel! Bin ich zu früh? Nein, überhaupt nicht. Ich bin nur gerade nach Hause gekommen und Maya ist hier immer unpünktlich. Ich kann auch später wieder kommen. Ich will dir keinen Stress machen. Blödsinn. Mach's dir gemütlich. Komm. Okay, danke. Ich zieh mir schnell was anderes an. Lass dir Zeit. Bin gleich wieder da. Jenny, hörst du mich? Ich bin bei dir. Hab keine Angst, es wird alles gut. Ich pass auf dich auf. Ta-da-da-tam. So. Schaut. Daniel, du bist großartig. Das ist wie für uns gemacht. Das ist für euch gemacht. Hier ist Franzis Kinderzimmer. Hier ist das Schlafzimmer. Hier geht's runter. Ins Erdgeschoss. Hier ist Bad, Küche, Esszimmer, Wohnzimmer. Und hier, damit du keinen störst, ist das Musikzimmer. Damit ich keinen störe? Du meinst wohl, damit mich keiner stört. Schön, ach, ne? Es ist wunderbar. Du wärst doch nur schon fertig. Eine richtige Familie in einem richtigen Traumhaus. Und jetzt lasst uns anstoßen. Hier, mein Schatz. Daniel. Auf euch. Ja, und auf den genialen Architekten. Auf uns alle. Auf das Haus und auf Franz. Ja. Zum Wohl. Ich geh noch mal gucken, ob ich was Leckeres im Kühlschrank habe. Also dann, gute Nacht. Wie? Kommst du nicht mehr mit? Ich habe nur versprochen, dich nach Hause zu bringen. Mehr nicht. Ach komm. Das ganze Haus ist leer. Sebastian ist nicht da. Charlotte ist bei ihrer Busenfreundin Inge. Ich fürchte mich allein. Kriegst du eigentlich immer, was du willst? Meistens. Nein. Komm, sehr gern, Frosch. Es war doch ein schöner Abend. Wunderschön. Ich habe schon lange wieder mal von Hamburgern und Pommes geträumt. Na also, dann kannst du nicht einfach so gehen. Lass uns einfach in diese Flasche Rotwein köpfen. Ich bin nur deswegen den weiten Umweg gefahren. Und getankt hast du nur aus Gewohnheit. Genau. Ich glaube, das bringt nichts. So, das müssen wir sofort rauswaschen. Scheiße, es tut mir leid. Es tut mir leid. Junge, ich mach das. Ja? Weißt du was? Ich schmeiß es einfach weg und kauf dir ein neues.
Jonas. Jenny. Gott sei Dank. Wie fühlst du dich? Was ist passiert? Was haben die mit mir gemacht? Ich wollte das nicht. Reg dich nicht auf, Jenny. Alles wird gut. Die Verletzungen sind nicht so schlimm. Dem Baby geht's bestimmt auch gut. Jonas, wir haben kein Baby. Verstehst du das? Wir haben kein Baby. Reg dich nicht auf. Was ist denn hier los? Nur keine Aufregung. Es wird alles wieder gut. Machen Sie, dass Sie wegkommen. Moment noch. Raus jetzt. Ich komme wieder. Warum habt ihr das gemacht? Ich will nicht mehr leben. Du darfst dir keine Sorgen machen. Du bist wieder ganz gesund. Ich will nicht. Du bist so ein hübsches Mädchen und du hast so einen netten Freund. Ich habe alles kaputt gemacht. Nichts ist kaputt. Und jetzt ruh dich aus. Ich gehe schnell und sag deinen Eltern Bescheid. Nein! Der Urlaub hat was gebracht, ne? Alles in Ordnung? Alles in bester Ordnung. Und bei dir? Könnte nicht besser gehen. Na, gut geschlafen? Oh, wie siehst du aus? Du solltest mal ein paar Tage Urlaub nehmen. Das wird Wunder. Mist, wie? Er hat deinen Dienst übernommen. Das war's gut bei mir. Übrigens, dein Samaritertum hat sich wirklich gelohnt. Ihr seht einen zufriedenen Mann vor euch. Intensiv 2. Sie flimmert, eine Ampulle, Xylo. Ja. Defi. Zweihundert. Weg vom Bett. Nichts. Weg vom Bett. Dass sie flimmert, sie hat zu hohes Kalium. Um Gottes Willen. Jenny! Was ist denn hier los? Würden Sie bitte draußen warten? Lassen Sie mich bringen Sie raus! Mal durch. Nein, ich gehe nicht weg. Jenny! Kommen Sie weg. Weg vom Bett! Wir haben sie wieder. Ich muss Ihnen dringend empfehlen, einen Psychiater aufzusuchen. Wieso denn einen Psychiater? Nun, Ihre Tochter hat versucht, sich umzubringen. Und das vielleicht nicht zum ersten Mal. Was reden Sie denn da? Mein Kind hat einen schweren Unfall gehabt. Vermutlich ist sie noch unter Schock. Können Sie sich das nicht vorstellen? Da wachen Sie in einem Zimmer auf, angeschlossen an Schläuche und Drähte. Kein Wunder, wenn man da durcheinander ist. Sie wollte sich nur losmachen. Sie wollte sich nicht umbringen. Ich habe selber eine Tochter, ein bisschen jünger als Jenny. Wissen wir als Eltern wirklich, was unsere Kinder bewegt? Je mehr du es selber willst, desto schneller bist du über den Berg. Bis 10. In ein paar Monaten ist das alles nur noch ein böser Traum. Und wenn meine Messe vorbei ist, fahren wir alle zusammen weg. In die Karibik. Oder nach Kanada. Wohin du willst. Wir werden es uns richtig schön machen. Lass mich in Ruhe. Aber Jenny, ich bin doch deine Mutter. Ich will dich nicht mehr sehen. Hau ab! Ich weiß, dass du eine schwere Zeit hinter dir hast. Aber du musst mir glauben, du wirst es überwinden. Ich werde dir dabei helfen. Du? Auf deine Hilfe kann ich wirklich verzichten.
Dir geht es doch sowieso nicht darum, dass es mir gut geht. Jenny, bitte. Du weißt doch, dass das nicht stimmt. Aber ich konnte doch nicht zusehen, wie du dein Leben ruinierst. Es ist meine Pflicht. Mein Leben ist ruiniert und das ist einzig und allein deine Schuld. Das arme Kind ist immer noch nicht ganz bei sich. Alles in Ordnung? Kann ich was für Sie tun? Danke, ich komme zurück. Ich kann mir vorstellen, wie schwer das alles für Sie ist. Ach ja? Haben Sie auch eine Tochter? Noch nicht. Jenny ist wie ihr Vater. Weich, ein wenig ängstlich, dabei sehr klug. Sie wird Jura studieren. Alle Wege stehen ihr offen. Aber natürlich muss sie erst einmal gesund werden. Ja. Im Herbst wird sie dann nach Amerika gehen. In Harvard werden die besten Juristen ausgebildet. Sagen Sie mal, halten Sie es für möglich, dass Sie Jenny vielleicht ein bisschen überfordern? Was wollen Sie denn damit sagen? Dass ich sie unter Druck setze? Naja, nicht alle Kinder wollen Karriere machen. Sie wollen viel was? Lieber... Hausfrau und Mutter sein. Wollen Sie das? Ich? Naja, ich meine, man sollte beides versuchen. Entschuldigung. Sagen Sie nur nicht, dass Sie zu Jenny wollen. Doch, will ich. Lassen Sie gefälligst in Ruhe. Ich denke ja nicht dran. Jenny braucht mich. Was Jenny braucht, weiß ich am besten. Und das sind ganz bestimmt nicht Sie. Sie haben sich doch noch nie dafür interessiert, was Jenny braucht. Im Gegenteil. Sie haben doch alles versucht, damit sie nicht glücklich wird. Sind Sie verrückt geworden? Sie haben doch keine Ahnung von Jenny. Oder wissen Sie, was für eine begabte Malerin sie ist? Oder dass sie mich liebt? Hören Sie auf mit dem romantischen Blödsinn. Liebe, wenn ich das schon höre. Das ist kein Blödsinn. Jenny und ich, wir lieben uns schon lange. Aber das passt Ihnen natürlich nicht. Ich bin Ihnen ja nicht gut genug mit einem arbeitslosen Vater. Deshalb haben Sie auch alles versucht, um uns auseinanderzubringen. Jenny ist meine Tochter. Ich werde auf jeden Fall verhindern, dass sie ihr Leben ruiniert. Wegen einem... Na? Ich gehe jetzt zu ihr. Jonas, unterstehen Sie sich. Ich lasse Sie rauswerfen. Also Moment mal, ja? Wer sind Sie eigentlich? Ein Freund von Jenny. Gehen Sie oder ich lasse... Mich kriegen Sie nicht klein. Ich lasse Jenny nicht im Stich. Sagen Sie mal, was haben Sie überhaupt gegen den Jungen? Wieso soll er Sie nicht besuchen? Weil er Sie nur aufregen würde. Und das wollen wir doch beide nicht. Hallo, Liebling. Hallo. Hast du den gebacken? Mhm. Das ist ja kaum zu glauben, was du alles kannst. Boah, ist der süß. Was gibt's denn hier alles? Finger weg. Oh komm, ich brauche jetzt was Süßes. Was ist los? Ich hab dir doch von diesem Mädchen erzählt, von Jenny. Mit dem Autounfall. Sie hat so einen Hass auf ihre Mutter. Das Mädchen ist knapp über den Berg und sie will nicht, dass die Mutter ihr hilft. Die hat sie einfach weggeschickt. Wenn Franzi mal sowas zu mir sagt, das halte ich nicht aus. Streit gibt's in allen Familien. Das ist das Salz in der Suppe. Das war kein normaler Streit. Wer weiß. Vielleicht tauge ich auch überhaupt nicht zur Mutter. Aufgelegt. Das passiert dauernd in letzter Zeit. Hast du eine Freundin? Klar. Mehrere. Ja, Klassen? Hallo, mein Liebling. Schön, dass du anrufst. Nein, du störst überhaupt nicht. Ja, wir bereiten gerade deinen Geburtstag vor. Was? Ach so. Bist du dir ganz sicher? Wir haben uns schon so drauf gefreut. Ja. Nein, natürlich verstehe ich das. Wir machen das ganz genauso, wie du willst. Schließlich dein Geburtstag. Okay, bis morgen. Bis dann. Sie möchte ihren Geburtstag lieber bei ihrer Tante feiern. Im Garten.
Ja, es hat überhaupt nichts zu bedeuten. Nächstes Jahr feiern wir gemeinsam in unserem neuen Haus. Hm? Morgen früh stehe ich hier wieder auf der Matte. Darauf können Sie Gift nehmen. Jenny ist krank, das müssen Sie doch kapieren. Sie braucht Ruhe. Das kapiere ich auch. Aber ich will endlich wissen, was mit meinem Baby ist. Hat es den Unfall gut überstanden? Verdammt! Ihren Arzt. Ich will Ihren Arzt sprechen. Es ist auch mein Kind. Was ist denn hier los? Jonas ist Jennys Freund. Sie sind Arzt. Bin ich. Jennys Arzt. Sagen Sie mir, bitte, was ist mit meinem Kind? Was, mit welchem Kind? Mit Jennys und meinem. Die Frau ist schwanger. Sprechen wir beide von Jenny Geibel? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Jenny ist nicht schwanger. Sie hat das Kind verloren. Bei dem Unfall. Sie müssen sich täuschen. Jenny ist zum Zeitpunkt des Unfalls nicht schwanger gewesen. Was reden Sie denn da? Ich war doch selbst mit ihr beim Arzt. Jenny ist im dritten Monat schwanger. Wir haben sie genau untersucht. Tut mir leid. Das kapiere ich nicht. Na, Alter, alles klar? Hast du den Jungen gesehen? Der behauptet, seine Freundin ist schwanger. Ist er aber nicht. Nee? Nee. Dann soll er froh sein. Das Leben ohne Kinder ist sowieso viel einfacher. Also ich würde mich freuen an seiner Stelle. Ja, natürlich würde ich gerne. Nein, es ist nur dieses Schubert-Konzert. Ja, gut. Ja, oder wir treffen uns. Ja, genau. Bist du noch weg? Ja, ich habe den ganzen Tag schon solche Kopfschmerzen. Ich brauche ein bisschen frische Luft. Wer war denn am Telefon? Telefon? Niemand. Hat keiner angerufen. Wann kommst du wieder? Weiß noch nicht. Mal sehen. So, da sind wir. Die Blumen sind von deinen Eltern. Und er wartet schon auf dich. Dieser Junge, wie heißt er nochmal? Jonas? Ist ein netter Kerl. Aber eins verstehe ich nicht. Er hat von einem Baby gesprochen. Ja, das ist doch schon was ganz anderes, was? Blumen, Bücher, blauer Himmel. Mach's gut, Jenny. Ich komme morgen nochmal rein. Und alles in Ordnung? Brauchst du was? Ach, ist der süß. Hat der einen Namen? Haben Sie Kinder? Bald. Sind Sie schwanger? Man sieht gar nichts. Nein, ich bin nicht schwanger. Franzi, das Kind, auf das ich warte, ist schon 8. Wir wollen sie adoptieren. Warum fragst du? Nur so. Ein Kind zu haben, ist sicherlich das Allerschönste. Ja, ich freue mich schon sehr auf Franzi. Ich würde mich auch freuen. Aber du hast doch noch alle Zeit der Welt. In ein paar Jahren oder wann immer kannst du doch auch ein Baby haben. Nein, ich werde kein Kind mehr haben. Nie mehr. Du hast ein Baby erwartet. Ich habe mich schon so drauf gefreut. Oh Gott, was ist denn passiert? Hast du es verloren? Hallo. Hast du Lust auf einen Kaffee? Gutes Timing. Was ist? Ich glaube, mir wird schlecht. Das ist die morgendliche Übelkeit. Das ist in den ersten Wochen ganz normal. Das war's dann? Hm? Naja, überschwänglich ist deine Reaktion nicht gerade. Meine Güte, ich kann ja verstehen, dass du keine Lust hast auf ein Kind. Kinder sind auch was Nettes.
Man kann hier eine Menge Spaß mit ihnen haben und so. Ich glaube, du sprichst von Sebastian. Der ist ja auch schon fast erwachsen. Aber auch Babys was Nettes sind. Das kannst du doch überhaupt nicht beurteilen. Naja, mach dir mal keine Gedanken. Das ist ja auf jeden Fall nicht dein Problem. Moment, warte mal. Was soll das heißen, nicht mein Problem? Glaubst du nicht, dass ich ein guter Vater bin? Ach, lass. Es tut mir leid, dass ich dich damit belästigt habe. Ich weiß ja, du bist kein Familienmensch. Das mag ja sein. Aber Menschen ändern sich manchmal. Mach dir keine Gedanken. Vergiss es einfach. Wie soll denn das gehen? Einfach vergessen. Schönen guten Morgen. Ob es ein guter ist, weiß ich nicht. Kannst du mir mal verraten, wieso du immer so gut gelaunt bist? Du hast nicht nur eine Frau, sondern auch noch eine Tochter und scheinst dich blendend mit ihnen zu verstehen. Wenn es so aussieht, ist gut. In Wirklichkeit ist es völlig egal, ob du sie verstehst oder nicht. Die machen sowieso, was sie wollen. Was ist denn da los mit dir? Nichts. Absolut gar nichts. Hör doch zur Abwechslung mal mit deinen Weibergeschichten auf. Merkst du nicht, die machen dir nur Stress? Und wenn ich mich mal auf eine einlasse, dann ist der Stress größer als je zuvor. Schönen Tag. Hallihallo. Wo ist das Geburtstagskind? Ah. Maja, Nikolas, ihr seid die Allerersten. Alles Gute zum Geburtstag. Die sind alle für dich. Danke, super. Guck mal, was ich anhabe. Oh, das steht dir aber gut. Richtig schick, unsere Franzi. Kommst du mit? Ich zeig dir, was wir alles vorbereitet haben. Willst du nicht zuerst deine Geschenke auspacken? Später. Erst musst du alles anschauen. Komm doch. Frau Doktor, kommen Sie doch rein. So eine schöne Torte, hat Nikolas gebacken. Einen, der so backt, den würde ich ja mit Kusshand nehmen. Passen Sie auf, dass er Ihnen nicht durch die Lappen geht. Das war das erste Mal. Ich wusste auch nicht, dass er das kann. Tag. Nikolas findet alles super. Ja. Jetzt packst du endlich deine Geschenke aus. Ja. Willst du mir? Ja, klar. Sie liebt dich wirklich. Marquardt, guten Tag. Ich hätte gerne Dr. Thaler. Danke. Ja, hallo Fred, hier spricht Sarah. Nein, mir geht's gut, danke. Es ist nur so, ich bin schwanger. Und ich fürchte, das ist ein Problem. Jonas! Jenny! Jenny! Bitte, du musst mir sagen, was passiert ist. Jonas, Was ist mit unserem Baby passiert? Du warst gar nicht schwanger. Ist es das? Du hast mich angelogen. Jonas, du warst doch dabei gewesen, als der Arzt uns gesagt hat, dass wir ein Baby bekommen. Ja. Aber was ist dann passiert? Oder hast du eine Fehlgeburt gehabt? Jenny, das hättest du mir doch sagen können. Ich bin immer für dich da. Oder hast du das Baby wegmachen lassen? Das ist es also. Du hast unser Baby wegmachen lassen. Einfach so, ohne mir was davon zu sagen. Jonas. Jenny, es war auch mein Kind. Bitte, Jonas. Ich habe mich drauf gefreut, ich wollte es haben. Jonas. Hör auf. Ich habe geglaubt, dass wir uns lieben. Aber wahrscheinlich war ich da doch nicht fein genug. Du wolltest eben kein Baby von einem wie mir. Jenny, das ist so gemein. Das werde ich dir nicht verzeihen. Jonas, Jonas, geh nicht. Jonas, ich hab dich doch lieb. Weißt du was? Das ist mir scheißegal. Und hier oben, das ist Franzis Zimmer. Ungefähr 20 Quadratmeter, große helle Fenster. Sogar die Möbel haben wir uns schon angesehen. Sehr schön. Aber so ein großes Haus braucht doch jede Menge Arbeit. Und Sie sind beide berufstätig, also bleibt noch weniger Zeit für das Kind. Liebling, hast du Frau Krämer noch gar nichts gesagt? Ich werde meine Konzerte für eine Weile aufgeben, wenn Franzi bei uns ist und als Gastdozent an der Musikhochschule arbeiten. Das heißt, ich kann die meiste Zeit bei uns zu Hause unterrichten. Ja, das ist ja ideal. Ja. Dann gratuliere ich Ihnen beiden zu dieser Entscheidung. Dann wäre ja alles bestens. Ja. Naja,
Also dann will ich mal wieder gehen. Auf Wiedersehen. Und schönen Dank für den Kaffee. Wiedersehen. Sie noch raus. Danke. Ja. Ja, und machen Sie sich keine Sorgen mehr. Was mich betrifft, ist die Sache entschieden und zwar in Ihrem Sinne. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was willst du wirklich tun? Du bist einmalig. Und Franzi wird selig sein. Ein Papa für sie ganz allein. Was hat eigentlich dein Agent gesagt? Wie? Hast du sie ihm etwa geglaubt? Ach komm, ich kann doch nicht von heute auf morgen meine Konzerte absagen und Hausmann spielen. Naja, das kannst du nicht verlangen von mir. Entschuldige, ich verlange auch gar nichts. Hey, verstehst du nicht? Wir wollen Franzi. Die wollen sie uns nicht geben, also musst du mir was überlegen. Hast du also gelogen? Mhm. Du meinst, die kriegen das nicht mit? Nee. Meine nächsten beiden Konzerte sind in Sydney und Osaka, außer den ersten 2 Monaten. Okay. Aber nicht jetzt. Ach, Nikolaus, komm. Ich kann jetzt nicht. Tut mir wirklich leid, aber... Noch diese Wiederaufnahmeprobe. Der Brahms, du weißt doch. Ich komme auch nicht so spät, ja? Versprochen. Hallo, Herr Hammer. Suchen Sie was? Die Toiletten, wo sind die hier? Gleich da vorne in der Ecke. Danke. Ach, Schwester, halten Sie mal. Ich bin gleich wieder da. Ist ja gut. Ja, so ein schönes kleines Schätzchen. So ein Schätzchen hier. Zu mir sagen Sie sowas nie. Sie duften doch nicht so gut. Oh Gott, das ist die Frau Förster. Ach, halten Sie mal bitte. Ja. Moment mal, warten Sie mal. Ja, ich habe keine Zeit mehr, aber der Vater kommt gleich wieder. Hallo. Na, wie geht's? Danke. Bei dir alles in Ordnung mit Sarah und so? Sarah? Sarah ist eine Frau. Und ich habe entdeckt, dass ich die Frauen nicht verstehe. Aber vielleicht ist das auch besser so. Was machst du überhaupt hier? Hattet ihr nicht einen Jugendamtstermin oder sowas? Wie war's denn? Gut. Aber? Nichts aber. Frau Krämer fängt an, uns zu lieben. Und sie hat auch nichts mehr dagegen, dass Franzi zu uns zieht. Ja, und da jubelst du nicht? Das sieht doch nach Sieg auf der ganzen Linie aus. Das solltest du mit Nikolas feiern. Sag mal, wie war das eigentlich? Wie ist denn Alexandra mit Sebastian klargekommen, nachdem ihr euch getrennt habt? Ganz gut, glaube ich. Keine Ahnung. Sebastian hat jedenfalls keinen bleibenden Schaden genommen, soweit ich das beurteilen kann. Wieso fragst du? Ach, nur so. Nur so? Naja, lüg mich nicht an. Ich habe dich immer schon durchschaut. Also, was ist los? Das ist doch von dir, dass Männer und Frauen nicht kompatibel sind, oder? Oh ja. Aber damit habe ich die Frauen und mich gemeint. Nikolas ist so anders im Moment. Ich weiß eigentlich überhaupt nicht richtig, was los ist. Irgendwie habe ich Angst, ihn zu verlieren. Und Franzi gleich mit, bevor ich sie überhaupt habe. Hey. So schlimm wird das alles nicht sein. Nikolas und du, ihr steht im Moment unter Hochspannung. Diese Adoptionsgeschichte, die zerrt einfach an den Nerven. Nimm das nicht so ernst. Jenny Kirby ist verschwunden. Habe ich gesehen, dass sie weg ist. Sie hat sich alle Infusionen rausgerissen. Ach du Scheiße.
Nachttischen überall gesucht. Auf den Toiletten und im Schwesternzimmer. Sie ist akut suizidgefährdet. Alle für den Wachdienst. Wir teilen uns auf. Ingrid, Sie nehmen sich Vladi und Herbert. Tina, Sie nehmen Yvonne mit. Ja. Elke soll nach unten fahren. Und wir beide gehen nach oben. Jenny! Was ist mit Jenny? Wo ist sie? Herrgott, wir wissen das nicht. Sie wissen das nicht? Soll das heißen, ein frisch operiertes Mädchen kann hier so einfach verschwinden? Hören Sie, dies ist ein Krankenhaus und kein Gefängnis. Wenn hier jemand verschwinden will, dann tut er das auch. Wenn meiner Tochter was passiert, mache ich Sie dafür haftbar. Sie ist gesehen worden im dritten Stock. Also los. Versuch, diesen Jungen zu erreichen. Wie heißt er gleich? Keine Ahnung. Frau Geibel? Jonas, glaube ich. Jonas Funke. Nicht. Bitte, Jenny, du kannst noch mal ein Kind haben. Sie haben es zerstückelt. In meinem Bauch. Sie haben es zerstückelt und weggeworfen. Es war mein Kind und ich konnte es nicht beschützen. Ich konnte mein Baby nicht beschützen. Aber du wolltest es beschützen, nicht wahr? Ich wollte es haben. Ich habe es geliebt. Und Jonas hat es auch geliebt. Es war unser Baby. Aber ich durfte es ja nicht. Du bist keine gute Mutter. Du hast mich gezwungen. Du hast es mir weggenommen. Ich wollte dir nicht wehtun. Ich wollte nur das Beste, Jenny. Du musst mir glauben. Nein! Niemals. Du hast mein Kind umgebracht. Du hast es umgebracht und mich auch. Ich will nicht mehr leben. Nein! Sie braucht Hilfe. Jenny. Es tut mir so leid. Es tut mir so furchtbar leid, aber ich habe das alles nicht gewusst. Jonas, bleibst du bei mir? Hallo, Achim. Charlotte, ist irgendwas mit Sebastian? Nein, mach dir mal keine Sorgen. Mir ist nur aufgefallen, dass du diese Unterlagen hast gestern Abend liegen lassen. Sie lagen auf dem Küchentisch. Ich bin ein Trottel. Wahrscheinlich hätte ich sie gesucht und nicht gewusst, wo ich sie liegen gelassen habe. Du bist ein Schatz. Also unentbehrlich. Dann will ich mal wieder. Achim, was ist eigentlich los? Du bist so... so merkwürdig. Es ist gottlos früh. Ich bin einfach nur müde. Glaubst du, dass ich ein guter Vater bin? Ein guter Vater? Ich denke, ja. Du magst doch Sebastian, interessierst dich für seine Probleme und kannst dich in ihn hineinversetzen. Ich denke, ja. Aber ich habe ihn im Stich gelassen damals. Du warst so jung und es war nicht deine Entscheidung. Ich bin überzeugt, heute würdest du ganz anders handeln. Sicher?
Aber vielleicht will ich diese ganze Verantwortung nicht. Vielleicht habe ich Angst davor, mich zu sehr zu binden. So ein Baby, wenn man sich darauf einlässt, das ist doch für immer. Ist Sarah schwanger? Ja. Das ist ja großartig, Achim. Ich gratuliere dir und dein Kind auch. Du wirst ein wunderbarer Vater sein. Jenny Geibel wollte sich umbringen, weil sie ihr Kind verloren hat. Weißt du eigentlich, wie gut kleine Babys duften? Mhm. Sarah, ich möchte dich nicht verlieren. Und unser Baby auch nicht. Ach, du Spinner. Du weißt doch gar nicht, was du dir da aufhalst. Manchmal ist es ganz gut, wenn man nicht so genau weiß, was einen erwartet. Du freust dich? Unser Baby kann sich auch freuen. Dich als Mutter und mich als Vater. Es wird die besten Voraussetzungen fürs Leben haben. Du bist verrückt. Andere nennen das Liebe. Hallo. Oh, kommt ihr mit frühstücken? Naja, da habt ihr wohl was Besseres zu tun. Du kannst uns gratulieren. Und dir auch. Du wirst demnächst nicht nur Mutter, sondern auch Patentante. Was? Nein, echt? Oh, herrlich, ihr beiden. Oh, komm mal her. Oh, das ist ja toll. Ich freue mich für euch. Ja, dann will ich nicht weiter stören. Geh doch mit Nikolaus frühstücken. Der wartet bestimmt schon auf dich. Der hasst Streitereien genauso wie du. Ich kenne die Männer. Wenn du meinst. Nikolas. Nikolas, Frühstück. Everybody says you're too young, but love is not going wrong.